Hi Leute, heute habe ich gedacht, ich mache mal wieder ein Produkt nach, was es normalerweise nur zu kaufen gibt. Und zwar in diesem Fall Oreo-Kekse. Und ich weiß, ja, eigentlich sind die Oreo-Kekse schon vegan, deswegen ist es in diesem Fall nicht veganisiert. Allerdings sind da irgendwelche Stoffe drin, leider habe ich jetzt die Packung nicht hier, die vielleicht nicht hundertprozentig so gesund sind. Deswegen wollte ich mal gerne versuchen, davon eine gesündere Variante zu machen, also ohne irgendwelche chemischen Stoffe. Und ja, Oreo-Kekse bestehen, wie ihr vielleicht wisst, aus zwei Keksen und einer weißen Füllung zwischendrin, die, soweit ich zumindest weiß, eigentlich nur aus Fett und Zucker besteht und irgendeinem Stoff, um das Ganze zu stabilisieren. Das heißt, wir brauchen im Grunde nur zwei Elemente, nämlich die Kekse und die Füllung. Okay, los geht's. So, für die Kekse brauchen wir erstmal 90 Gramm Zucker und weil die Kekse auch besonders fein sein sollen, braucht ihr am besten Puderzucker. Ich habe jetzt hier ziemlich groben Zucker, den ich einfach zermahlen werde. Und ihr könnt aber auch, wenn ihr euch das sparen wollt, ganz einfach von vornherein Puderzucker kaufen. Ich wollte halt gerne braunen Rohrzucker nehmen und den gibt es zumindest bei mir in der Gegend nicht als Puderzucker zu kaufen. So, den mahle ich jetzt erstmal ganz fein. So, das sollte reichen. Dann habe ich hier 210 Gramm Mehl. Da gebe ich gleich mal den Puderzucker dazu. Außerdem 70 Gramm kalte Margarine, 5 Esslöffel Sojamilch und 5 Teelöffel Kakaopulver. Und das könnt ihr jetzt erstmal mit der Hand zu einem schönen feinen Teig verkneten. Und wenn ihr den Teig schön verknetet habt, dann könnt ihr ihn zu einer schönen Kugel formen, ihn wieder in die Schüssel geben und erstmal in den Kühlschrank stellen. Und so lange können wir jetzt schon mal mit der Füllung anfangen. So, für die Füllung brauchen wir ein paar gemahlene Cashewnüsse. Ich habe jetzt hier 70 Gramm. Die gebe ich einfach in meinen Cutter und werde die jetzt so zu feinem Pulver zermahlen. Muss jetzt nicht super fein sein, ungefähr so die Größe von Semmelmehl sollte es aber haben. Ja, in etwa so ist es genau richtig. So, dann braucht ihr ca. 50 Gramm Sojasahne. Die könnt ihr erstmal schon mal erhitzen. Dazu kommt dann 50 Gramm Kakaobutter. Könnt ihr auch schon reingeben. Außerdem 100 Gramm Zucker. Den müsst ihr diesmal nicht fein mahlen, denn der schmilzt jetzt sowieso. Und das Ganze kocht ihr jetzt zu einer schönen feinen Masse. Außerdem braucht ihr noch das Mark einer halben Vanilleschote. Oder halt, wenn ihr das habt, könnt ihr auch genauso gut Vanillepulver nehmen. Die Schotenschalen müsst ihr übrigens nicht wegschmeißen, die könnt ihr einfach in ein Glas geben und Zucker dazu geben und dann habt ihr nach ein paar Wochen schön feinen Vanillezucker. So, und sobald ihr alles aufgelöst habt und der Zucker auch schon schön geschmolzen ist, könnt ihr den Topf vom Herd nehmen. Und den müsst ihr jetzt einfach nur eine ganze Weile kühl stellen. Ich mache das immer so, dass ich das in den Kühlschrank stelle und darunter ein paar Tiefkühlakkus packe, damit das ganz einfach schneller abkühlt. So, dann könnt ihr euren Schokoladenkloß wieder aus dem Ofen nehmen und streut ein kleines bisschen Mehl auf eure Arbeitsfläche. Und mit einem Nudelholz rollt ihr den Teig jetzt schön gleichmäßig aus, sodass ihr ungefähr nachher eine Teigdicke von 4 bis 5 mm habt. Wenn der Teig zu sehr kleben sollte, macht nochmal ein kleines bisschen Mehl oben drauf. So, und mit einem runden Ausstecher macht ihr dann einfach eure Kekse fertig. Und die könnt ihr auch schon mal auf ein Blech mit Backpapier legen. Und wie ihr wisst, die Oreo-Kekse, die es zu kaufen gibt, die haben immer so eine Art Aufdruck. Und deswegen dachte ich, die selbstgemachten Kekse sollten
ebenfalls einen haben. Darum habe ich mir so einen Keksstempel machen lassen. Und wenn ihr auch so einen haben wollt, ich schreibe euch den Link unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr dann entweder euer eigenes Design hochladen und dann machen die einen personalisierten Stempel daraus. Oder aber ihr nehmt ein paar von den vorgefertigten Designs und schreibt einfach euren eigenen Text da rein. So, damit werde ich die Kekse jetzt einfach mal kurz stempeln. Die Kekse sind allerdings ein bisschen kleiner als der Stempel, aber ich wollte die ehrlich gesagt nicht so groß machen, weil ich fand, das war ein bisschen, ja, das wäre einfach ein bisschen zu groß gewesen. So ist halt der Schriftzug bei mir jetzt nicht hundertprozentig zu lesen, aber das macht im Endeffekt auch nichts. So, euren Ofen solltet ihr schon vorgeheizt haben. Und die Kekse werden jetzt gebacken bei 180 Grad für ca. 10 bis 12 Minuten. So, das waren jetzt 10, 11 Minuten. Und da müsst ihr bei euch einfach ein bisschen gucken, wenn ihr aus Versehen einige Kekse ein bisschen zu dünn gemacht habt, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass sie nicht anbrennen. Das sind nämlich auf jeden Fall die ersten, die dann schwarz werden. Und ansonsten am besten zum Schluss einfach immer öfter reingucken. So, die könnt ihr jetzt erstmal rausnehmen und ein bisschen abkühlen lassen. So, die Kekse sollten jetzt mittlerweile abgekühlt sein. Und auch die Füllung sollte mittlerweile erkaltet sein. Das sieht ja daran, dass sie einfach nicht mehr so leicht runterfließt und dass sie so ein trübes, ja, eine trübe helle Farbe bekommen hat. So, die Creme schlagt jetzt mit einer Aufschlagmaschine so lange, bis sie schön hell geworden ist. So sollte die jetzt ungefähr aussehen. Also ihr könnt hier ruhig ungefähr eine Minute schlagen. Und da gebt ihr jetzt ganz einfach eure gemahlenen Cashewkerne rein und schlagt das dann nochmal auf kleiner Stufe, bis ihr eine schön gleichmäßige Creme habt. So, damit ist eure Füllung auch fertig und ja, das heißt, wir müssen die Kekse jetzt bloß noch bestreichen. So, die Kekse könnt ihr jetzt ganz einfach mit einem Messer bestreichen. Im Grunde mit so viel Füllung, wie ihr möchtet. Dann den anderen Keks draufdrücken, ein bisschen festdrücken und den Rand einfach ein bisschen glatt streichen, dass ihr ja solche gefüllten Kekse rausbekommt. Und damit habt ihr eure eigenen selbstgemachten Oreo-Kekse. Die schmecken jetzt nicht hundertprozentig wie das Original, aber ich denke mal, das liegt auch mitunter daran, dass da irgendwelche chemischen Stoffe zum Einsatz kommen, die die Füllung ganz besonders cremig machen, die die Kekse ganz besonders locker machen. Und das kann man mit Haushaltsmitteln ja meistens nicht so leicht nachmachen. Aber auf jeden Fall sind sie sehr, sehr lecker. Die Füllung ist jetzt übrigens noch ziemlich weich, das heißt, wenn ich jetzt reinbeißen würde, würde die ganze Füllung rauslaufen, also ja, wie ihr seht, läuft es halt raus. Kann man so kaum essen. Aber wenn die Kekse so ein, zwei Tage draußen gelegen haben, dann wird die Füllung auf jeden Fall auch sehr viel fester. Ich habe hier mal einen, den habe ich vorgestern gebacken. Und da ist die Füllung, merkt man auch außen, schon richtig schön fest geworden. Und den kann man auch... lecker. Und den kann man auch prima essen, ohne dass die Füllung rausläuft. Also, wenn ihr die irgendwie verschenken wollt oder für eine Party macht oder so ähnlich, dann auf jeden Fall ein, zwei Tage vorher fertig machen und dann einfach an der Luft stehen lassen, damit das so ein bisschen trocknen kann und sich die Füllung mit dem Keks so ein bisschen verbinden kann. Ja, wie gesagt, die sind auch ein super Geschenk, genauso wie der Keksstempel, wo ihr eure eigenen personalisierten Nachrichten draufschreiben könnt oder auch zum Beispiel den Namen des Beschenkten. Und den könnt ihr dann gleich zusammen mit den ersten Keksen mit seinem Namen drauf verschenken. Ja,
Finde ich einfach eine super klasse Idee. Wie gesagt, den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Ja Leute, dann wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachmachen der Kekse und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ba, ba, da, ba.